Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück, oder nicht zurück, sondern mal woanders bei Rock Hazard Resources Soviet Republic. Ich habe einen kleinen Test gemacht, eine Spielmechanik ausprobiert und ich habe gedacht, ich lasse euch mal an meinen Erkenntnissen teilhaben. Ganz schnell zum Aufbau. Ich habe hier so eine Mini-Teststadt gebaut mit zwei Wohngebäuden, einer Mindestversorgung, damit ich das nicht die ganze Zeit wieder auffüllen muss. Also einem hier Kino, einem Einkaufszentrum und so weiter und eine Kneipe. Und der einzige zentrale Arbeitsplatz, den es hier gibt, ist ein Heizkraftwerk, was einen durchgehend befüllten Kohlespeicher hat. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt habe ich mal alle Ausgänge von diesem Heizkraftwerk belegt mit Heizrohren, die verschiedene Heat Exchanger beliefern. Das sind alles die großen Wärmetauscher. Verzeihung. Ich habe den Unterschied zwischen groß und klein habe ich vorher ausprobiert. Das macht keinen Unterschied tatsächlich. Also ob man einen großen oder einen kleinen, ist egal. Da geht es nur um die Menge an Heizkraft, die da verteilt werden kann. Und jetzt habe ich mal geguckt, wie entwickelt sich die Temperatur in verschiedenen Setups, weil mir das nicht ganz aufgegangen ist bis dato. Und fangen wir doch mal an. Ich habe hier im Heizkraftwerk, wenn man das hier wegklickt, kann man das besser ablesen. Es ist schade, dass man es das nicht so permanent einklappen kann. Eine Heizwasser, Moment, ich mache mal hier auf Normalplay, eine Heizwassertanktemperatur von 89 Grad Celsius. Also 89 Grad Celsius ist das Maximum, was erreicht werden kann, wenn jetzt hier aktuell 19, 20 Arbeiter ungefähr drin sind. Ich habe keinen riesigen Produktionsprozentsatz, aber ich würde jetzt mal sagen, 89 Grad reichen für unser Experiment. Lassen wir mal hier an der Seite, falls sich das verändert, dass wir es mitbekommen. Wenn ich direkt an das Kraftwerk einen Wärmetauscher anschließe, was in der Regel relativ sinnlos ist, weil das Kraftwerk selber ja auch schon Gebäude versorgt mit der Temperatur. Aber wenn ich das mache, dann hat dieser Wärmetauscher ebenfalls die 89 Grad. Das geht auch noch genauer gleich, das werden wir gleich sehen. So, dann, was haben wir hier? Wir haben einmal einen, den habe ich ein bisschen weiter weggestellt, und zwar, das hier ist ungefähr die maximale Rohrleitungs. Also ich habe das jetzt nicht auf einen Zentimeter gemessen, weil so genau halten wir es nicht. Aber ungefähr so lang ist maximal eine Einzelrohrverbindung, wenn ich wirklich ein durchgehendes Rohr ziehe. Fangen wir doch mal an mit dem hier. Der ist ungefähr auf einem Drittel der Strecke. Hier sind die 89 Grad. Hier werden erreicht 84 Grad noch. Der ist auf zwei Dritteln der Strecke etwa, ne, plus minus. Der erreicht noch 77 Grad. Und der hier in der Mitte, der erreicht, also der ist die volle Strecke und da ist keine Pumpe dazwischen, der erreicht noch 73 Grad. Also Faustregel, hier gehen 5 Grad verloren, hier gehen weitere 6 Grad verloren und hier gehen weitere 4 Grad verloren. Also man kann sagen, circa plus minus 15 Grad, die sich relativ proportional aufteilen auf den kompletten Streckenverlauf, den wir hier erreichen können. Das ist das Setup ohne Pumpen. Jetzt, es wird noch interessant. Passt mal auf. Jetzt haben wir nämlich, ich habe hier oben die zwei, habe ich gebaut. Und zwar der eine hat eine Pumpe, die habe ich unmittelbar vor den Heat Exchanger gebaut. Und der andere hat hier direkt am Anfang eine Pumpe. Also der Unterschied ist, Pumpen direkt nach dem Kraftwerk und Pumpen so weit wie es geht weg vom Kraftwerk. Dadurch könnte ich jetzt natürlich auch nochmal verlängern. Das probieren wir gleich auch noch aus übrigens. Ne? Ich habe jetzt hier nur mal ein bisschen was für den Start gebaut, dass schon was zu sehen ist. So, also und dann schauen wir doch mal in den Vergleich. Wenn ich kurz vor dem Ende der Maximalleitung noch pumpe, dann kommen wir auf einen Tank von 85 Grad Celsius. Und wenn ich das am Kraftwerk selber mache, komme ich auf 88 Grad Celsius. Ist das nicht erstaunlich? Also, was haben wir jetzt gelernt? Diese Leitungen sind etwa genauso lang wie die hier, die gar keine Pumpe enthält. Und die kälteste davon ist die ohne Pumpe. Also, die Theorie ist eigentlich widerlegt, dass die Pumpen dafür sorgen, dass wir weniger Wassertemperatur haben. Ganz im Gegenteil, egal wo ich die Pumpe in das Setup reinsetze, wir haben mehr Wassertemperatur. Das gilt natürlich nur dann, wenn wir jetzt hier nicht Ewigkeiten noch weiter verlängern, ne? Wie gesagt, das probieren wir gleich noch aus. So. Das finde ich ganz spannend. Und jetzt habe ich hier unten noch einen mal hingebaut, wo ich einfach mal mehrere Pumpen reingeschaltet habe, weil mich das auch interessiert. Der hier hat 1, 2, 3 Pumpen auf der gleichen Strecke vom Kraftwerk aus. Was liefert der uns? Der liefert uns 59 Grad. Spannend, oder?
Hier sitzt, jetzt haben wir 60 Grad drin. Ich mache mal die Geschwindigkeit auf hoch. Ändert sich hier noch groß was? Der pendelt sich hier so zwischen 60 und 61 Grad rum. Ich kann das mal anschaulicher machen noch, indem ich das hier anmache. Also sie sind jetzt nicht perfekt sortiert. Das liegt daran, dass ich die möglichst gerade bauen wollte. Also, der kälteste ist der untere. So, und da sehen wir hier den Wärmeverlust. Ne? Wir haben hier 89,5 Grad in dem Teil und hier 88 Grad. Also das kommt sich ähnlich mit der Pumpe. Das hier kommt sich auch halbwegs ähnlich, was an der Pumpe ankommt und was am Wärmetauscher ankommt. Und hier haben wir plötzlich einen riesen Wärmeverlust, der hier in der Katastrophe mündet. So. Ich kann das nicht richtig deuten, was jetzt hier passiert, warum das so ist. Und da ist auch so ein bisschen mein Problem, weil eigentlich hätte ich jetzt gesagt, okay, das Experiment hier oben legt nahe, dass man grundsätzlich mit der Platzierung einer Pumpe eine höhere Temperatur erreicht. Aber mit der Platzierung von mehr als einer Pumpe erreicht man offensichtlich keine höhere Temperatur. Ganz im Gegenteil, das ist ja das mit Abstand schlechteste Ergebnis, was hier unten geliefert wird. Wie werten wir das jetzt aus, ist meine Frage. Was wir noch einmal machen, ist das Experiment, wenn wir den hier mal abklemmen und jetzt noch möglichst weit weg einen weiteren Wärmetauscher bauen. Das machen wir mal. So, dann klemmen wir den ab. Die brauchen jetzt ein bisschen, bis der hier ausgekühlt ist, wird ewig dauern. Ne? Seht mal, wie langsam der dann doch runtergeht. Jetzt nehme ich den vom Netz. Jetzt gucken wir auch mal, wie die anderen reagieren. Weil jetzt theoretisch kein Abnehmer mehr ist, der den Heizkessel beansprucht. Aber das scheint keinen Einfluss zu haben. Also der wird immer kälter. Die anderen werden aber nicht proportional wärmer dazu. 88 Grad, schon mal, der ist annähernd am Maximum noch. Also der hier liegt mir jetzt nah, wenn ich direkt ans Heizkraftwerk eine Pumpe baue, wenn ich vorhabe, eine lange Strecke zu versorgen, dann scheint es eine höhere Zieltemperatur zu geben. Das würde ich mir für Kohlof mal merken wollen. Und hier, der hier, liegt mir ehrlich gesagt überhaupt nichts nah. Ich habe keine Ahnung, wie ich das interpretieren soll, das Ergebnis. Ich schließe hier drei Pumpen an. Das heißt, das heiße Wasser müsste mit einer sehr hohen Temperatur, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit bis dahin hingepumpt werden. Aber ich habe einen irrwitzigen Wärmeverlust auf dieser Strecke hier noch. Irrwitzig. Guck mal, hier sind 71 Grad und hier sind plötzlich nur noch 58 Grad. Zum Vergleich, hier sind 77 Grad. Also ich habe hier schon mehr verloren, als ich normalerweise verliere. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das interpretieren soll, wie ich das erklären kann. Mehrfachpumpen scheint sehr, sehr schlecht zu sein. Gut, aber wir wollten noch ein Experiment machen. Und zwar stellen wir jetzt den Exchanger mal mit einer Pumpe irgendwo, sagen wir mal hier hinten hin. Ich hoffe, da kommen wir noch an. Also die Strecke nochmal, sagen wir ungefähr hier. So, da brauchen wir noch kurz ein Stromhäuschen. Das stellen wir mal hier so hin. Dann brauchen wir ein Stromkabel. Ey, wie wahnsinnig unpraktisch. Müssen wir noch einen Schalter dran bauen, aber das kriegen wir auch noch eben hin. Machen wir so. Gut. Neu verbinden alles. Nicht schön, aber was soll es, nicht wahr? So, der müsste jetzt hier am Strom sein, jawohl. Und jetzt legen wir da einmal das Rohr lang. So, also wir haben jetzt hier 88 ist das Maximum, was wir hier haben. Also das ist eigentlich fast die volle Heizleistung. Und wenn wir jetzt hier schauen, wohin wird er gehen? Er geht noch hoch.
Der ist jetzt schon erheblich wärmer als der hier unten. Habt ihr da, also, ich kann das nicht ganz verstehen, weil da ist ja nur eine Pumpe dran. Der kommt auf 85 Grad. 85 Grad erreicht er. Also der verliert hier plötzlich auch nur noch auf einer riesigen Strecke 3 Grad. Kann ich mir nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nicht wirklich eine Erklärung für. Sind Kurven das Problem? Hier haben wir so leichte Knicke drin. Hier haben wir schwere Kurven. Eigentlich würde ich sagen, auch Kurven können das Problem nicht darstellen. Jetzt haben wir hier 90 Grad im Kessel. Und wir erreichen hier 88 davon. Und hier erreichen wir 85 davon. Also, einzelne Pumpe. Direkt ab Werk. Machen wir nochmal folgendes Experiment. Jetzt nehmen wir die Pumpe hier mal raus aus dem Kreislauf. Und führen die Furore einfach noch vorbei. 57, irgendwas. Zwischen 57 und 58 Grad haben wir. Und jetzt machen wir hier eine Direktanbindung und wumm geht's hoch. Ne? Also hier liegt es eindeutig an der Pumpe. Aber, also wir haben 13 Grad gewonnen durch das Abklemmen der Pumpe. Das ist enorm. Aber wir kommen nicht auf das Ideal. Wenn wir die jetzt hier rausnehmen, gewinnen wir garantiert auch nochmal. Also ich würde sagen, wenn ich die jetzt hier rausnehme, dann müsste ja das Gleiche passieren wie bei den anderen. So, machen wir das mal. Ne, nicht den Heat Exchange, Entschuldigung, die Pumpe. So, da müsst ihr jetzt hier in Windeseile. Ja, schaut mal. Hier rast jetzt die Temperatur hoch. Und jetzt müssen wir auch gucken, die Außentemperatur sinkt gerade. Das müsste auch einen Effekt auf das Setup haben. Ja, trotzdem, wir kommen jetzt hier auf 82 Grad Celsius. Und das ist erstaunlich, weil hier kommen wir auf 88 Grad Celsius. Da auf 82 wird auch jetzt nicht viel mehr gerade, glaube ich. Also ist das dasselbe. Und das untere hier hat hier die Pumpe und da ist da die Pumpe. Die stehen also fast nebeneinander und trotzdem ist da noch so ein enormer Temperaturunterschied von immerhin über 5 Grad. Während wir hier 85 Grad Celsius haben. Also das Ding, also es ist mir echt unerklärlich, ne? Da sind es 85 Grad mit einer Pumpe hier. Eine Einzelpumpe. Hier ist es kälter mit 82 Grad mit einer Pumpe direkt neben dem Kraftwerk. Und hier ist es am wärmsten mit einer sehr vergleichbaren Rohrleitungslänge und der Pumpe auch direkt neben dem Kraftwerk. Also Leute, wer findet meinen Fehler? Wer findet den Fehler in meinem Setup? Wo ist das, wo ich falsch denke? Aktuell würde ich sagen, auf jeden Fall eine Pumpe einbauen bei längeren Strecken, die so nah wie möglich ans Kraftwerk setzen und die Strecken dann trotzdem nicht zu lang werden lassen. Das wäre jetzt so mein spontaner Gedanke. Aber ansonsten muss ich sagen, den direkten Zusammenhang von Leitungslänge, Pumpstationsanzahl und Positionierung und der Kesseltemperatur, der ist für mich nicht ersichtlich, wie das Spiel das berechnet. Kann ich euch nicht verraten. Leider kommen wir also mit diesem Feldexperiment zu keinem eindeutigen Ergebnis. Wir kommen nur zu einigen Hinweisen, wie wir in Zukunft besser aufbauen könnten. So, das war's von mir mit diesem leider recht uneindeutigen Special, was keinerlei Tutorial-Charakter erheben kann. Ja, wenn ihr noch Beiträge zu dieser Thematik habt, immer her damit, schreibt sie mir in die Kommentare. Und wenn ihr solche Videos in Zukunft wiedersehen wollt, wo wir einzelne Spielmechaniken unter die Lupe nehmt, dann macht doch gerne mal Vorschläge, was wir uns noch angucken sollen. Wenn ihr da überhaupt gar keinen Bock drauf habt, ist das auch okay. Ich mache das hier aber on top zur laufenden Serie, selbstverständlich. Das wird niemals irgendwelche Folgen ersetzen. Ich wünsche euch was. Viel Spaß in der laufenden Serie. Bis dahin. Ciao, ciao.